Salam alaikum. Oh, ich fürchte, mein Stream wurde okkupiert. Herzlich willkommen. Irgendwas stimmt da nicht. Doch, es passt alles, Leute. Herzlich willkommen. Ich spiele ein bisschen Crusader Kings 3. Ich wollte mal wieder gucken, wie geht's eigentlich meinem eigenen Singleplayer-Könighaus. Da gucken wir mal. Ich glaube, eine Stunde habe ich Zeit. Mal schauen, was wir in dieser Zeit schaffen. Ist schon ein bisschen her, dass wir mit den Al-Saif ein wenig gespielt haben. Und so sieht die Situation aus. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob wir... ich weiß, dass das Letzte, was wir gemacht haben, etwas sehr Großartiges war. Sultan Abdul ibn Simin von die als Saif Sultanat. Okay, bisschen merkwürdig das Ganze geschrieben. Aber ich weiß, dass das Letzte, was wir hier auf jeden Fall Cooles gemacht haben, ist, dass wir den Kriegerorden Haruria gegründet haben. Jemand, der noch sehr, sehr mächtig werden soll. Ich wollte eigentlich einmal gerade etwas gucken. Und zwar... Okay, kann ich hier irgendwas tun, um euch... Ne, ich kann euch nichts Gutes tun. Ich kann ihn nicht stärker von sich aus machen, müssen die machen. Wir sind ein mächtiges Königreich hier. Hallo Soltek, servus. Schön, dass du da bist. Ich spiele ein bisschen Crusader Kings. Und zwar, ich weiß nicht, ob du diese Folgen hier kennst, aber ich habe das Königreich Jemen übernommen. Ja, und falls ihr das nicht wisst, ich versuche hier kein Powerplay zu machen, sondern ein bisschen Roleplay-mäßig zu spielen. Das heißt, die Weltherrschaft ist jetzt nicht mein größtes Erstreben hier, sondern einfach mal CK3, die CK3-Mechanismen für mich so ein bisschen zu entdecken und zu erschließen. Obwohl natürlich hier auch schon ganz coole Sachen passiert ist durchs Powerplay, will ich ja auch nicht verhehlen. Ich muss jetzt mal einen kleinen Überblick holen, liebe Leute. Können das Herzogtum von Mekka schaffen, ja? Das können wir alles machen. Zu wenig Ehepartner. Mächtige Ratsposten sind nicht besetzt. Bist du denn auch ein mächtiger Vasall? Eigentlich nicht so, ne? Naja. Okay, lassen wir den Rat erstmal Rat sein. Wir sind jetzt nicht so ein gebildeter Mann. Aber dadurch, dass wir... Ich lass mal auf langsamer Geschwindigkeit weiterlaufen. Dadurch, dass wir hier... So ein bisschen gerade die Krieger geholt haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir ein bisschen im Glauben weitermachen wollen hier. Das wird erforscht, die Erbherrschaft. Wollte ich, glaube ich, erforschen, damit diese elendige Bruderteilung nicht ständig hier was macht. Aber ich wollte mir ein bisschen die, ja, genau. Soltek, das ist korrekt. Genauso ist der Plan. Jetzt zocke ich hier gerade ein bisschen und nachher dann im Multiplayer bin ich live, wenn der Lucifer dabei ist. Und ich hoffe auf der Maurice, der fragt ja gerade schon so. Ich glaube, dass er dabei sein will. Wer heute wahrscheinlich nicht dabei ist, ist der Dr. Nutella. Leute, wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, ich nehme die Aufnahme hier mal auf Twitch auf und packe das ganze Ding dann rüber nach YouTube. Schaut mal gerne in meinen... schaut mal gerne in die Multiplayer-Liste bei mir. Da gibt die Medi-Eve doch. Die könnt ihr euch da auch noch zu Gemüte führen. Kommt auch gerne bei mir bei Discord vorbei, wo ich gerade mal so ein bisschen bei Werbung machen bin. Und schaut euch meinen Sendeplan an, wann ich das nächste Mal einmal live bin. Okay, Leute. Genau, ich wollte mir den Glauben ein bisschen angucken. Der Ibadismus. Wie kann ich denn einen Glauben ändern? Ich bin da überlegen, ob ich den Glauben überhaupt... Ich würde zum Beispiel... Anderer Glaube, Alpha, Spielcharakter geben, muslimischer Glaube. Ich bin hier noch nie mit dem Glauben in Verbindung gekommen.
Arten Polygam, genau. Haltung zu Bastarde, keine Bastarde. Also ich möchte auf jeden Fall Lehre des Propheten. Wie kann ich denn neuer muslimischer Glaube? Aber ich kann doch auch meinen Glauben, ich habe es noch nie gemacht, deswegen weiß ich es gerade wirklich nicht. Anderer Glauben, klicke, um anderen Glauben anzuzeigen. Ich kann den doch auf jeden Fall auch ändern. Ah, ich brauche da 4300. Frömmigkeit, ne? Ja, ganz schön teuer. Klerikales Geschlecht nur Männer. Aber ich kann da ja auch zum Beispiel. Okay. Ich würde zum Beispiel ganz gerne das Oberhaupt werden. Name auswählen. Okay. Gott wird diese Sünde richten. Okay, offenbartes Geheimnis haben wir hier. Das ist für mich hier so ein hoher Punkt. Wie kann ich denn, hat kein Glauben, einfach kann nach unten sehen, dass ein großer Glaube davon ausgehen, dass ein einziger Mensch den Willen von Allah wirklich verstehen kann? Okay, Haltung zu anderen Glauben. Da, Glaubensoberhaupt, keines Klerikales weltlich. Guck mal hier, die Position des Glaubensoberhauptes wird dem Gründer des Glaubens verliehen und dann beim Tode an seinen Haupterben weitergehen. Ja, das will ich. 5100 kostet mich dann der Glaube. Kann erst erschaffen werden, wenn wir zwei heilige Stätten haben, Leute. Okay, das ist ja schon mal, auf jeden Fall interessant, denn Medina gibt es ja noch. Ganz in der Nähe, eine zweite heilige Stätte. da gibt es auch eine heilige Stätte. Die Stätte von Nizwa. Tja. Okay, Leute, das ist doch mal interessant. Was ist denn mit unserem Haupterben eigentlich? Der hat einen sehr hohen Bildungswert natürlich. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Wie sieht es mit den ganzen Erbteilungssachen aus? Okay, unser Sohn verliert 4 Titel im Nachfolgefall. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Müssen wir noch mal uns eben hier durchklickern und einmal schauen. Nachfolgerecht ändern. Ältestes Kind erbt. Ihr habt ein oder mehrere mächtige Vasallen mit einer negativen Meinung von euch. Die alle Änderungen im Nachfolgerecht blockieren. Die beduinische Kultur hat nicht die Innovation. Primogenkultur, okay. Die Großteilung, nicht die. Genau, ich wollte auf die Heraldik gehen, ich erinnere mich. Damit da nicht mehr so eine Großteilung entsteht. Das wäre das nächste Ziel gewesen von. Achso, jetzt bin ich hier wieder beim Glauben. Ich glaube, unser Sohn wird den Glauben reformieren. Ich glaube, der wird da besser. Okay. Was haben wir hier? Bündnismacht. Wer bist denn du? Mit deinen 4800 Mann. Puh, weiß ich gerade gar nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es gibt nämlich noch andere Möglichkeiten, unsere Tochter zu verheiraten, und zwar ist das Powerplay? Oh, von Mahida. Hier. Oh, auch ein gutes Bündnis. Und der Mann ist auch noch intelligent. Kann man matrilinear heiraten? Nein, wird er nicht machen. Matrilinear heiraten.
würde Matrilinia heiraten und er ist ein guter Fang. Was ist er so? Von sich aus gefühllos, fleißig und passvoll. Hält mir. Sieht nach einem guten Mann für unsere Tochter aus. Und er heiratet uns auch Matrilinia. Sehr gut. Okay, welche Besitztümer halten wir? Natürlich Saif Sultanat Emirat von Jauf al-Jamil. Ja, auch gut. Geht an unseren Sohn danach. Dann haben wir natürlich das Emirat von Sana. Da sind wir natürlich auch Emir. Scheichtum von Waaba. Da gehört uns was auf jeden Fall schon mal. Da können wir mal ein bisschen investieren. Wüstenackerbau. Lieber grünes Land, ne? Ich nehme mal da lieber grünes Land, kriegen wir noch ein bisschen mehr Aufgebote. Unser Sohn, was hat der er? Da möchte ich natürlich das Scheichtum von Sabit. Das ist auch alles super ausgebaut hier. Auch noch mal grünes Land bauen. Ja, können wir hier weiter bauen. Können wir nicht bauen? Nun denn, hier auch nochmal grünes Land, wir werden unser Reich in ein grünes Land. Moment, wählt die Eigenschaft sprunghaft. Ist okay. Übel, Festung, Arbeiter, Lager, Kamin, gut. So, hier können wir natürlich nichts bauen. War mir jetzt gerade nicht sicher, ob es da jetzt gerade hier in meinem Studio geklopft hat, liebe Leute. Ja. Okay, welche Besitztümer gehen denn noch? Hier ist zum Beispiel etwas nicht gebaut, was ich sehr wichtig finde. Ein Tempel. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wildzüchter, mal hier ausbauen. Hier investieren in die Infrastruktur. Und dabei werden wir glücklich sein. Vor allem für unseren Sohn. Hier scheint noch ein Taib. Ganz hier oben. Hier wird gebaut, oder? Ja, noch 3 Monate. Taif, was gibt es denn hier noch in Taif? Achso, das wird da gebaut. In der Stadt Zunfthäuser können wir die ausbauen. Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres Geldes, Leute. Das ist ja cool. Wir werden Titel erben. Welche Titel werden wir denn erben? Na gut, wir sind da in der weiten Nachfolge überall hier. Das heißt, er hat auch noch einen Sohn. Ist auch okay. Habe ich eigentlich gerade kein Problem mit. Können wir ein bisschen schneller laufen lassen gerade. Jetzt hier schon ein bisschen weiter. Haben wir überall Vormünder und so? Hier für Leute? Wichtige Vasallen. Haben wir irgendwelche Funktionen? Natürlich nicht. Wir sind ein äußerst beliebter Herrscher. Und den Lebenswandel Schwerpunkt Licht. Okay. Okay. Alles klar. Haben wir eigentlich viele Ehefrauen? Nee, ne? Und die, die wir haben, hilft uns bei der Domänenverwaltung. Oh, jetzt haben wir hier schon wieder richtig viel Geld. Ist ja Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Können wir wahrscheinlich eh nichts mehr ausbauen, oder? Achso, da brauchen wir 200, aber ist irgendwie ja trotzdem noch. Bitte den Scheichtum von Harad Arad. Guck mal, hier können wir auch einen Tempel noch bauen. Ich würde da gerne überall Tempel bauen, Leute. Einfach.
zornig und feige seid. Achso, die Kunst der Schlichtung, ja. Wer ist sie denn eigentlich, mein Vasallen von uns? Leider wirklich. Okay. Wer hat denn mehr Meinung von uns? Ja, dann gehen wir ihm doch. Holen wir uns doch mal von ihm. Gut organisierter Aufgebotdienst. Das ist ja auch super, dass du das machst. Aber vielleicht sollten wir hier mehr Kontrolle mal machen. Na gut, das sind alles nicht meine Gebiete, ne? Na gut, da bin ich eh mir von, aber sind alles nicht meine Gebiete, also kann ich auch gerne hier kann ich auch gerne da naja, wie sagt man, Befehlshaber ausbilden. Ist doch super. Befehlshaber kann ich gut gebrauchen. Oh, und wir haben wieder unglaublich viel Geld. Neuen Lebenswandelvorzug. Erhabener Dienst. Oh, cool. Das heißt, wir kriegen viel mehr Aufgebote und viel mehr von allem. Meine Tochter Sina hat ein Kind zur Welt gebracht. Ja, die sollen ihre Kinder doch nennen, wie sie die möchten. Das ist doch völlig okay. Sellig ist auch nie verkehrt. Also unsere Hauptprovinz, ich glaube, ich möchte meinen Regierungssitz eigentlich mal verlegen. Ja, das ist eigentlich. Soll ich meine Hauptprovinz nach Mekka verlegen? Könnte Mekka überhaupt? Ja, ne? Das wäre doch was, ne? Ich sitze hierher verlegen. Das machen wir. Ja, ich sitze schon mal nach Mekka verlegt, Leute. Ja gut, aber wir können hier doch nichts bauen. Doch die Frage, was wir bauen sollten. das war jetzt eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, aber haut's mir gerne in die Kommentare. Das war jetzt wirklich eine... Die ist ja wirklich... Also das ist ja wirklich eine Entwicklungsstufe. Die ist ja wirklich ein Träumchen. Ne? So. Wie sieht eigentlich unser Verbündeter aus? Können wir eben eigentlich den Krieg erklären? Ansprüche von Amal Madula. Herzogtum erobern. Ja, er ist uns unterlegen eigentlich. Ne? Mit unseren Verbündeten, den dreien, die wir haben. Könnten wir auch auf Medina schielen. Und ich glaube, das machen wir auch. Warum eigentlich nicht? Was kann schief gehen, liebe Leute? Wir holen uns auch noch Medina. Hiermit ist der Plan gefasst. So. Oh, hier wurden Sachen gebaut. In Sabit wurde etwas gebaut. Weideland. Wird natürlich direkt abgebaut, ist doch klar. Ups. Und Weideland wurde in Barbar ausgebaut. Auch sehr gut, das wird auch direkt aufgerüstet. So, und jetzt müssen wir uns mal eine Kriegskasse langsam mal aufbauen. Moment, Erbschaft. War lieb bekommen. Können wir an den niederen Adel verleihen? Können wir auch an Prinz... Verleihen wir an einen niederen Adel. Dann ist er noch unter unserer Kontrolle. Scharfsinniger intellektueller Befehlshaber. Ratsmitglied Rang sich zu Tode. Das ist ja wirklich unglaublich bedauerlich. Aber wir haben einen guten, mächtigen Vasall, der neuer Rats... Kanzlei werden können. Oh, tapfer sollen unsere Söhne werden.
den Titel Herzogtum Neckar schaffen? Dann schaffen wir den Herzogtum Neckar Titel mal. Na, immerhin sind wir, ist das jetzt auch unser Haupt. Ich möchte aber, dass mein Sohn auch schon mal irgendeinen Titel bekommt. Reichtum Emirat kann ich ihm nicht geben, Leute, weil ja, weil er keine Grafschaften da besitzt, aber es macht Sinn, dass er sie schon mal bekommt. Ne? Okay, pass auf. Wir können ja hier. Wieso kann ich das nicht? Ach so, er kann keine. Na guck mal, er kann das Scheichtum von Marb erben. Er kann das Scheichtum von Kinder zum erben. Aber er kann nicht Emir dann davon werden, ne? Ich könnte ihm Kinder zum geben. Das ist eine gute, ein gutes Trainingsfeld für ihn. Das machen wir ihm. Kinder zum. Und er hat so viel gehalten Herzogtümer. Auf Al-Majir können wir auch. Können wir nicht an unseren Sohn geben. Okay. Emir von Sana. Das ist ja wirklich. Komm, können die Emir an unsere Söhne geben, glaube ich. Ach so, dann ging das gar nicht. Sohn und Mündel von uns. Relevanz, guck mal, sie ist eine Amazon. Was hat sie noch für eine weibliche Eigenschaft? Spindeldür. Minus ein. Er Spindeldür, na gut, dann gleich nochmal mit ihr. Ups, jetzt habe ich mich vertan. Ich wollte ja eben eigentlich einen Titel geben. Scheichtum von Waba können wir ihm geben. Damit haben wir das ja schon mal soweit erledigt. Und wir müssen auch keine Söhne enterben, Leute. Jetzt mal ehrlich, dieses Powerplay mit dem Enterben, das hat hier jetzt keinen Platz. Ihr könnt einen Scheich Mukta von... Oh, unser Sohn, ne? Wer ist denn das? Ach so, den kann ich an ihn weiter verleihen. Warum soll ich das tun? Nö, 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 nö. Bündnisse können wir aushalten. Können wir doch unsere Söhne noch unterstützen. Okay, das ist sogar unser Spielererbe. Ah, guck mal, er geht auch schon auf den Lebenswandel Medizin. Sehr gut. Da können die schon mal Erfahrungen sammeln. Befehlshaber Fraktion gegen uns wurde. Oh, wer hat denn hier eine Fraktion? Ist das unser Sohn etwa? Das ist unser Spielererbe. Ja, da hat sich die Fraktion auch schon wieder aufgelöst. War ich nicht immer ein guter Vater zu dir? Wieso willst du denn hier graue Tage? Wie sieht unser. In Ordnung. Es geht uns gut. Posten, eine Fraktion, die sich zum Ziel hatte, uns zu stürzen, hat sich aufgelöst. Wir sind melancholisch, aber immer noch spiele ich auch die. Kein Bündnis mit Prinz Mohammed aushandeln. Aber auch mal. Ihr werdet Titel erben, machen wir mal weg. Die viel gehaltene Herzogtümer. Emir von Sana. Von den. Vergeben wir auch mal Emir von Sana. Können wir nicht. Ja, bedauerlich, dass ich dir das nicht geben kann. Okay, das. Was habe ich denn noch? Ach, das ändert sich auch gleich alles, wenn wir erstmal tot sind. Wer hat uns denn da in seinen Krieg gerufen? Gegen wen? Oh, das. Da können wir leider. Da können wir leider gerade nichts machen. Hallo Maurice. 20 Uhr geht's hier im Multiplayer eigentlich los. In einer halben Stunde. Wie es auch in meinem Sendeplan steht, Leute.
Entweder ihr guckt das gerade auf Twitch, dann schaut einmal nach unten. Da findet ihr einmal den Link zu meinem YouTube-Channel. Dann findet ihr einen Link zu meinem Discord-Channel und noch einen Link zu meinem Sendeplan. Wenn ihr das gerade auf YouTube schaut, schaut mal einmal unten in die Infobox. Da findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Channel. Dann findet ihr einen Link zu meinem Discord-Channel und ihr findet noch einen Link zu meinem Sendeplan. Leute, ich finde, das ist cool von mir, dass ich einen Sendeplan schreibe, damit man eigentlich immer weiß, wann und wie ich online bin. Ich bin da sehr stolz drauf und deswegen werbe ich den immer schön gerne an. Armeen ausheben? Ja, nö. Wie groß sollte denn so eine Kriegskasse werden? Wie groß sollte so eine Kriegskasse sein? Ist denn vielleicht auch unser Hauptgegner vielleicht in einem Krieg? Nein, ist der nicht. Er hat auch nicht viele Verbündete, möchte man sagen. Ah, da möchte ich natürlich wieder loslegen. Hier, du bist jetzt hier nicht so eine große Hilfe. Kümmer dich mal um die Aufgebote, mein Freund. Und wir beenden das hier. Heute bei der Multiplayer-Session. Leute, wenn ihr das auf YouTube guckt, sorry, betrifft euch das nicht, aber ich bin halt live bei Twitch und deswegen beantworte ich auch immer gerne die Fragen, die im Chat sind. Deswegen, die Multiplayer-Session heute wird wahrscheinlich ohne Dr. Nutella stattfinden, ansonsten habe ich von allen Beteiligten eine Zusage bekommen. Wenn du auch mal mitspielen möchtest, lieber Zuschauer, dann schreib mir auf meinem unten verlinkten Discord-Kanal, dann können wir das auf jeden Fall bestimmt gerne klar machen. Der gute Moritz ist genauso auch zu dieser Sitzung dazu gekommen. Viele Mitglieder können heiraten. Achso, ja, das ist natürlich intelligent, aber matrilinear wird er nicht annehmen. Ja, ich will jetzt hier keine fetten Bündnisse machen eigentlich. Ich will eigentlich nur auf... Was brauchen wir denn für gute Leute? Vielleicht einen guten Bildungswertler? Ja? Ja, aber guck mal, er wird auch keine matrilineare Hochzeit annehmen. Deswegen gehen wir mal auf Summe aller Werte. In 50er Wert. Ne? Den hätte ich natürlich sehr gerne bei mir. Dann müssen wir Landlose nehmen. Genie. Guck mal, er nimmt zum Beispiel eine solche Hochzeit an. Wir suchen nach guten Männern für das Reich. Könnte man jetzt natürlich auch mal sagen, ist ein bisschen Powerplay. Ist wahrscheinlich. So, wir haben einen 500er Wert. Wie sieht es denn hier aus? Herzogtum erobern. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir doch nochmal eine unserer Töchter an einen mächtigen Vasallen, an einen mächtigen Mann. Wo ist denn die andere Tochter? Ah ja. Guck mal. Können wir doch eine Bündnismacht machen? 3100. Wer bist du? Da oben hier. Du bist auch selbstständig. Das ist doch super. Ja. Ich darf auf jeden Fall abschicken. Mehr Verbündete heißt mehr Profit. Einen neuen Lebenswandelvorzug. Wir werden Administrator. Lieblingsgastmeinung höher von uns, dann gehen wir mal auf die Theologie so ein bisschen. Wir müssen ja auch erläutern in unserer Geschichte, warum wird dieser Glauben hier jetzt so vorangetrieben. Verlobte können heiraten, ja, heiratet. Super Sache. So, wir müssen nichtsdestotrotz einen letzten Krieg führen, und zwar das Herzogtum müssten wir hier erobern. Und das machen wir jetzt auch. Und wir können auch Verbündete in den Krieg rufen. Natürlich rufen wir unsere Verbündeten in den Krieg. Wir haben mehr als genug. Achso, er hat sein Lebensherr. Er hat sich natürlich prüfen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir mehr als genug Verbündete. Rechnet er das dann eigentlich mit ein? Wir heben hier alle aus. Unser bester General führt auch die Truppen an. Wir können auch hier sehen.
so einen Belagerungsmeister nehmen. Auf geht's nach Medina Mekka und dann Medina, so heißt das. Oh, diese Musik. Ein Druckmittel erhalten. Marschieren. Nehmen erstmal die Kriegsziele ein. Unsere Verbündeten müssten auch bald kommen. Da kommt erstmal der Gegner. Der marschiert direkt auf uns. Das ist ja. Deswegen marschiert er auch nicht. Verstehe. Dann holen wir doch nochmal den Kriegerorden dazu. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Wer kann hier den Kriegerorden führen? Die holen wir doch noch dazu. Auch noch Söldner holen, Leute. Ja, ne? Also wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch mal die Mamelucken holen oder was? Dann holen wir die einfach nur, um so ein bisschen mehr Männer zu haben, holen wir einfach nur mal 800 Söldner dabei. Die Schlacht könnten wir sogar gewinnen. Ja, können die kämpfen sogar. Das ist natürlich schlecht, dass die uns mal wieder kriegen. Das ist aber auch, weil die aus der Bewegung kommen. Da kommen Verbündete noch rein. Aber die Schlacht könnten wir wahrscheinlich verlieren. Unser Sohn starb. Welcher war denn das? Unser Erbe? Und wir so große Pläne hatten. Gut, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir da jetzt auch in so einer Schlacht gezogen sind. Wir sind gestorben. Hä? Moment! Wieso, wo ist denn jetzt unser... Ja, wieso, was ist denn jetzt mit unserem anderen Sohn passiert? Beziehungen, Familie, wo ist denn unser Bruder? So, weil der jetzt auch irgendwie verstorben war, oder was? Wo wurde in der Schlacht gestorben? Natürlich jetzt alles sehr, sehr ungünstig hier. Und auch, dass ich das schnell ablaufen lassen, kriege ich ja eine wahnsinnige Schelle hier gerade ab. Ja, natürlich haben wir hier ohne Ende Fraktionen, Leute. Aber unsere Verbündeten richten das jetzt. Können, werden dennoch gewinnen. Aber das ist unendlich blöd. Okay, wir haben einen Sohn, das heißt... Okay, komm. Okay, ich will auch eine gute Befehlshaber gerade mal, die das hier einmal den Krieg für uns schaffen. Ja, Mensch, da ist ja alles auf einmal... Kind unterrichten. Trotzdem möchte ich damit weitermachen, womit wir vorhin angefangen haben. Ausbildungsschwerpunkt soll Bildung werden. Der ist halt 0 Jahre alt, der Junge. Okay. Gut. Hey, Kikeriki Tucci, schön, dass du auch da bist. So. Boah, da kommen ja nochmal Leute, ey. Mist. Und Ratsposten sind auch nicht besetzt. Ja, wir müssen die nehmen, die uns hier am relevantesten gerade vorgeschlagen werden. Anders sehe ich da überhaupt keine Möglichkeit hier zu agieren. Wow, ey. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir die einfach auseinander. Wenn unsere Verbündeten mitkommen, dann schaffen wir das. Wir müssen darauf hoffen. Ne, das sind mehr als... Das sind 10.000, 11.000, 12.000 Mann. Wow, ey. Oh, guck mal, die 5.000 ziehen sich zurück. Ja, das war doch ein... Das war doch ein blitzschneller Sieg hier. Mann, die besiegt wurden. Achso, das sind die, die fliehen.
Okay. 6.000 gegen 5.000. Und wir sind im Vorteil auch besiegt. Alle besiegt, Leute. Leider ist wieder mal unser General gestorben. Das ist ja wirklich ein furchtbarer Sieg. Ich muss mir mal unsere Fraktion anstellen. Okay, sie will... Zu schwach gibt es irgendwelche gefährlichen. Gut, was können wir eigentlich hier machen? Da kann uns jemand Lösegeld einbringen, das werden wir auch auf jeden Fall brauchen. Okay. Und nichtsdestotrotz müssen wir hier erobern. Das kriegt ihr nicht mehr, jetzt mal langsam halten. Ja, natürlich. Natürlich geben wir unseren Kriegerorden hier. So, das muss man jetzt mal einnehmen gerade. Die sind natürlich jetzt durchmarschiert in unser Gebiet. Aber das ist nicht schlimm. Können wir die gleich wieder zu einer Schlacht schicken. Und da haben wir sie. Aha! Genau. Das Sprichwort heißt getrennt marschieren, gemeinsam kämpfen. Und nicht getrennt marschieren, getrennt kämpfen. So, das gehört alles uns. Wir sind bei 50% und unser Ratsmarschall ist natürlich hier. Aber guck mal, wir haben hier einen sehr guten Scheich. Gehen wir mal austauschen. Einen guten Ratsmarschall brauchen wir. Was kannst du denn? Ja, nicht so viel, ne? Wir müssen auf jeden Fall Leute in den Rat holen. Hat man Söldnertruppe gehabt? Mit haben wir auch. Wir müssen Geld an Murat bezahlen, damit er uns weiter gewogen bleibt. Okay, uiuiui. Da ist eine Schlacht, die wir wahrscheinlich verlieren werden, Mensch. Jetzt gewinnen wir die auf einmal. Ja, aber eigentlich ist das... Nein, das Kriegsziel ist noch nicht besetzt. Da fehlt noch was. Ah, jetzt sind die wieder im Vorteil. Das wogt aber auch hier dermaßen hin und her, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ey. Das kann man sich ja überhaupt nicht ausdenken. Der jetzt noch in einem anderen Krieg, ja, gegen die Byzantiner ist der große Krieg, das passt uns gut zutage. Denn wir müssen hier auch bald mal auf unsere Fraktionen achten und Stärke dafür müssen wir sammeln. Mann, das ist ja wirklich mal wieder ein Krieg geworden, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Bedauerlich. Ne? Und wir können auch noch keinen Bezirzen. Auf heimische Angelegenheit können wir dich mal einsetzen. Aufgebote aufstocken. Wieso haben wir denn jetzt hier einen Sechster? Wir hatten noch eben. Ah, oh, wahrscheinlich ist der wieder gestorben. Ne? Regt ihr mich auf? Habe ich völlig umsonst, weil ich nicht nachgeguckt habe, an den Falschen ein Geschenk geschickt. Mann. Ui. Ich bin hier im Kriegsmodus, Leute. Gehört das Kriegsziel denn jetzt mir? Ja, ich glaube, das hier gehört mir. Oder das hier noch nicht, ne? Doch, gehört alles mir. Kriegsziel ist besetzt. Achso, das wird von einem anderen erobert. Ne, doch nicht. Wird man von mir erobert und wird auch gehalten. Ja. Und denn? Ach, da ist noch was. Ah ja. Das gehört noch nicht. Von mir oder doch?
73% Kriegsziel haben wir jetzt. Ja. Gut. Können wir uns ja mal halbieren und in Gebiete ziehen, die unsere Truppen auch versorgen können, nicht? So, Gefangener kann Lösegeld einbringen. Kann man den Kerker mal verlassen. Wir müssen nämlich noch ein paar Monate durchhalten, gell? 8000 Mann kommen hier an. Natürlich schlecht. 1000 Mann ist heftig. Wir liefern ein. Unser Verbündeter kommt mit, dann schaffen wir. Das müsste doch jetzt ein Schlacht gewesen sein, die wir locker gewonnen haben, oder? Jawohl. Medina ist unser, Leute. Das war ja jetzt was, ey. So, wir sind auch damit auf unserer Domänenschwelle. Alle auflösen, schnell alle auflösen. Wir sind, haben aber natürlich noch Gefangene, die Lösegeld bringen können und uns auch den Schulden rausholen. Kann rechtmäßigen Vasall an seinen Lehnzähnen übertragen. Könnten wir eigentlich machen. Dann nehmen die uns mehr und können uns nicht mehr angreifen. Ja, hallo mein Chat. Ja, wenig Kontrollen in Gemeinden natürlich, in Medina und in Yanbu. Obwohl das natürlich eine Sache ist. Ja, wir könnten auf jeden Fall auch neue Fahrräder gebrauchen. Wer bist du? Kannst du mir Lösegeld bringen? Nee, aber kann ich bekehren und dann freilassen. Wer bist du? Oh, ein durchschnittlicher Kämpfer. Kämpfe. Dann haben wir noch dich. Kannst du mir auch kein Lösegeld bringen? Dann hätte das mir ja sonst vorgeschlagen. Ne? Wir bekehren euch mal und nehmen euch an meinen Hof. Denn ich kann jetzt Leute gebrauchen. Doch, wohl passt alles noch soweit. Gut. Alles klar. Welche? So, jetzt gucken wir uns einmal unseren Herrscher, unseren neuen an. Ja, sorry, natürlich. Ein guter Hinweis, danke. Ich kann das Game auf jeden Fall leiser setzen. So müsste es besser sein. Auf jeden Fall danke, dass du mich darauf hinweist. Das war wirklich sehr laut. Ich bin laut genug, hoffe ich. Cool, das freut mich immer, wenn ihr mir sowas schreiben könnt, dass ich das alles noch besser machen kann. So, wir müssen uns hier Fraktionen angucken. Da sind 4 Mitglieder. Boah, 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 boah. Kann ich wenig machen, ne? Ja, die werden mir am ehesten ein Ultimatum stellen können. Wäre da erstmal gerade was gegen zu machen. Außer wenn ich mir einen mächtigen Verbündeten hole. War eine schlaue. Oh, die finde ich gut. Und mit dem Scheich von Dumra. Knapp 2000 Mann. Naja, ich könnte natürlich auch keine vererblichen Eigenschaften machen. Vererblichen Eigenschaften mal kurz raus. Wer wird uns denn dann vorgeschlagen? Oh, du bist aber alt. 18 Jahre. Kriegerin. 1000 Mann? Das, was wird mir denn hier jetzt vorgeschlagen, Leute? Nehmen wir nochmal die vererblichen Eigenschaften. Da wurden mir hier... Ne, 100. Ja, da wurde mir da irgendwas ganz anderes vorgeschlagen. Ja, an Eheleute brauche ich zurzeit eigentlich nicht so wirklich denken, ne? Okay, wir erhielten was für unseren Glauben. Mit welcher Software ich aufnehme? Mit OBS. War eine Schleichwerbung am Rande. So, hier können wir auf jeden Fall mal eine Bündnismacht machen. Und zwar die mächtigste, die gibt. Nehmen wir die auf. Und dann nehmen wir noch eine Ehefrau. Relevanz.
Pass auf, die erste muss Bündnismacht sein, sonst funktioniert das alles nicht. Eigenschaften alle, fruchtbar alle, Bündnismacht. So, da haben wir die hier mit einem Ehepartner von 4000 noch was Männer. Das erste muss einfach der mächtigste sein, den es gibt. Wir müssen uns hier absichern. Das weiß unser Rat, uns mitzuteilen. So, innere Angelegenheiten läuft, die mögen uns alle, das ist super. Kontrolle könnten wir natürlich auch ausbauen. Sollten wir vielleicht auch machen. Gerade hier in unseren Hauptgebieten. 19 Jahre. Mensch, Mensch, Mensch. Größere Kontrolle. Entscheidung. Erderhadert. Genau, da sind jetzt gerade Banditen. Kommen, das ist natürlich ungünstig für uns. Sieg! Genau, lieber Chat, du weißt, wen ich meine. Genau, einmal kurz Mimimau23, später zur Multiplayer-Session sind wir dann zu dritt heute. Sondern es gibt noch jemand, der dann noch mit einsteigen will und sich dann gerne melden kann. Du fragst dich, wie kann ich mich melden? Hier unten drunter was verlinkt in der Infobox, jeweils auf YouTube und auf Twitch natürlich. Der Discord-Channel, dort einmal draufklicken und dann meine Regeln akzeptieren. Lest euch durch, sind eigentlich Regeln, die jeder akzeptieren können müsste. So respektvoller Umgang und so, keine Hetze und sowas, ne? Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall melden, können wir ein bisschen mal quatschen und gucken. Ansonsten ist dann auch immer der Sendeplan, den ihr euch auch angucken könnt. Aber der Discord-Channel ist schon recht wichtig, weil ich da manchmal dann auch so Erinnerungen reinschreibe. Hey Leute, ich bin jetzt schon heute um 19 Uhr eine gefährliche Fraktion. Oh Mann, Mann, Mann. 5 Mitglieder haben die. Was haben wir hier? Emir, ein Scheich. Wie? Ein Scheich will was gegen uns. Wenn wir den da die Bekehrung verlangen. Moment. Welchen Vasall können wir denn Prinz Muhammad ibn Sittah? Können wir dich nicht verleihen? Aber Moment, wer ist denn hier noch welcher von den Leuten? Ich kenne das Wort Wurbel nicht. Bitte eine Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, das Wort Schwurbeln auch zu sagen. Denke, Rikki, du bist manchmal ein ganz schöner Schlingel, kannst du sein. Wie du manchmal so von dir gibst. Ich kann mal doch eigentlich vasalisieren. Nee, pass auf. Pass auf, pass auf. Wie war denn das? Ich will dich, Scheich Mirza ibn Mirza von Watsch, den will ich, dich will ich an jemanden verleihen. Vasallen, Emir, Scheich Abdullah. Ich kann dir keinen. Achso. Vasallen, Vasallen, Vasallen. Prinz, guck mal, können wir dir nicht einen Vasallen? Und zwar den Mirza. So, dann kann mir Mirza schon mal nicht mehr auf den Keks gehen, ne? Dann ist Mirza da nämlich schon mal raus. Prinz Emir Musravi. Emir Musravi und ich bin dein Lehen. Würde ich halt auch gerne. Depp, 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 wen haben wir denn hier so im Rat, Leute? Wen haben wir denn hier noch alles so im Rat? Schon recht mächtig, ne? Allein. Wir verleihen fleißig andere Hafen, um zu gucken, in der Hoffnung, dass dadurch
die Anspruchstellerfraktion geringer wird, Leute. Und es scheint auch. Können wir denn hier keine Bündnisse aus? Ihr könnt Scheich Mirza rechtmäßig einkerkern. Aber brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Aber eigentlich können wir den noch ein. Herzog Tumidina schaffen. Jetzt sind sie zu schwach, um ein Ultimatum zu stellen. Sind alle zu schwach, die luschen die. Nee, die mögen mich wahrscheinlich nicht, weil ich ein kleines Kind bin von 6 Jahren. Aber ich habe auch eine Frau mit einem mächtigen Vasallen. Ich bin selber jetzt auch nicht mega unmächtig. Wir müssen alle einfach nur klein halten. So, was können wir denn mit dir machen hier? Können wir die Freilassung verhandeln? Können die Bekehrung verlangen? Du musst schon mal nicht mehr auf den Keks gehen und bist auch wieder frei. Haben wir das nicht großartig geregelt? So, was geht's hier eigentlich mit dem Glauben? Ja, in wenigen Minuten muss ich ausmachen. Die anderen Scheiche mögen mich aber auch nicht so sehr, ne? Dieser Prinz, er will sogar den Thron haben. Ja, ihr Lümmel, ey. Aberkennen? Das ist ein Akt der Tyrannei, ne? Zum Glück bist du kein mächtiger Typ. Wer ist denn hier mächtig? Du bist wahrscheinlich mega mächtig, ne? Auch nicht. Naja, richtig Angst habe ich vor euch jetzt nicht mehr. Okay, Leute, das ist doch cool. Wir haben immer noch Medina. Mekka meine ich, Entschuldigung. Medina haben wir jetzt auch, aber wir haben auch Mekka. Und das läuft. Ja, Glaube kriegen wir jetzt nicht so viel, aber wir werden schon noch ein gläubiger junger Mann werden. Das ist also mein Spielererbe. Hier unten in Sanib. Okay, welche Titel halte ich noch gerade in meinem Reich? Ja, den ganzen Königreichstitel. Emirat von Mekka. Ich habe echt die Würde hier nach oben gelegt. Das ist ja wirklich praktisch. Wir werden frommer Lehnsherr, Mensch. Natürlich. Wir werden auf jeden Fall ein frommer Lehnsherr, obwohl wir das Geld gut gebrauchen können, aber... und der Käse ist... Okay, Moment, hier sind ja ganz viele... Was? Wie das in... Moment. Wie das die Echsenmenschen aus der Hohlerde uns glauben lassen, dass wir auf einer Kugel leben, dabei weiß doch jeder... Es ist eine Pizza. Es ist ein Donut, haben neue Erkenntnisse jetzt entschieden. Der Käse ist Covid. Ah, okay. Mhm. Und sie sind alle schuld. Das ist Schwurbeln. Ah, okay. Das ist sowas aus dem Süden von Deutschland, ne? Boah, ey. Mann. Nun stellt mich nicht so bloß. Herr Muller muss irgendeine Schuld auf sich. Ja. Können wir pilgern? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können gar nichts machen. Wir können Spieltreffen machen. Das machen wir jetzt. Wir machen ein Spieltreffen. Haben wir ein Arzt? Wie? Boah, das ist okay. Willkommen. Da finden wir vielleicht ein paar Freunde. Wie sieht's mit unseren Leuten aus? Unser Kriegerorden wächst jetzt. Dem geben wir natürlich immer fleißig Sachen. Könnten die Kriegsvölker auch aufstocken, aber wir werden das Geld brauchen. Sollten sich Fraktionen bilden. Ansonsten hält jemand Meinung von uns. Das ist gut. Oh, ihr schafft es trotzdem hochzuklettern. Erhöht unser Kampfgeschick. Ja, okay. Also da muss ich, darf ich ein Sultan, bin ich ein Sultan? Ja, ne? Da darf sich ein Sultan keine Blöße geben, ist doch klar. Die erhalten Meinung von uns, ist auch super, wenn Leute in unserem... Eine Fraktion hat sich, wurde gegen uns geschaffen. Das ist eine Bauernfraktion, ja. Warum? Weil niedrige Gemeindekontrolle, aber das gehört... Doch, das gehört mir. Okay. Tatsächlich, da ist ja wirklich niedrige Gemeindekontrolle. Mai, oh mai, oh mai.
lange brauchst du da noch? Ach, nur noch 18 Jahre. Pass auf, dann. Wie wär's, wenn du erstmal hier in. Aber hier ist doch niedrige Gemeindekontrolle. Ne, die Volksmeinung ist niedrig. Okay. Dann kannst du hier weitermachen. Okay, können wir dir Geschenke schicken? Ne, ja. Nicht genug Geld. Wir müssen auf heimischen Angelegenheiten noch bleiben. Und brauchen dringend Geld. Aber liebe Leute, die Frage beantworte ich eben, ob es einen speziellen Grund hat, die Arabien spiele. Ich kann da gerne auf. Ach nee, ist noch gar nicht online zu diesem Zeitpunkt. Aber kommt, nächsten Monat mache ich die Folgen online, wie es dazu kam, dass ich jetzt hier der mächtige Sultan vom Königreich Jemen bin, was de facto ich übernommen habe und dann umbenannt habe quasi. Einen speziellen Grund, warum ich in Arabien spiele. Ja, ich hatte Bock darauf, mit irgendwelchen Stämmen anzufangen. Und dann gab es einen langen Prozess, sage ich mal, hier oben irgendwo starte oder hier, und irgendwie bin ich dann hier unten darauf gekommen, hier in der Sakuna habe ich begonnen, und jetzt gehört uns Mekka und Medina, Leute. Und so ist es dazu gekommen, aber die ganzen Episoden werdet ihr auf YouTube sehen kommen von Matarien. Ja, okay, liebe Leute, ich beende das jetzt hier und bleibt bei Twitch gerne dran jetzt. Denn jetzt gleich geht's mit der Multiplayer-Session weiter. Hier bei YouTube beende ich diese Folge jetzt hier. Ich habe es mehrmals gesagt, schaut gerne bei meinen Kanälen vorbei, supportet mich, da freue ich mich immer, immer sehr. Mir fehlen noch derzeit noch 2 Leute auf Twitch, damit ich meinen Autismus zufriedenstelle. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.